Willkommen zurück. Heute stellen wir euch die C40 von Commandante vor. Es ist eine Handmühle und unser Weapon of Choice für alle Brewing Guides, die jetzt kommen. Warum? Ja, weil es einfach jeden Malgrad perfekt hinbekommt. Von Ibrik, Espresso, Aeropress, Filter, V60 oder die French Press. Geht alles. Super einfach zu handeln. Lässt sich an der Unterseite ganz einfach einstellen. Per Klicks. Ein Klick sind 30 Micron. Uhrzeigersinn wird es feiner, gegen den Uhrzeigersinn wird es gröber. Wir wollen euch in den nächsten Tagen ein paar Kaffees vorstellen, die ihr dann zu Hause nachbrühen könnt. Wir geben euch Rezepte dafür, damit die Rezepte funktionieren. Ein paar Basics, um den richtigen Startpunkt zu finden, oder wir nennen den Nullpunkt zu finden, könnt ihr hier einfach leicht zudrehen, bis es sich anfühlt, als wäre es zu Ende. Und dann könnt ihr schauen, hält die Mühle die Kurbel? Das wäre ideal, weil dann habt ihr euren Nullpunkt gefunden, beziehungsweise wenn ihr einen Klick weit aufmacht, wenn ihr dann runterfällt, wenn ich jetzt einen Klick fester stelle, jetzt fällt es nicht mehr runter. Ich könnte jetzt noch 2-3 Klicks in die Richtung weiter drehen, aber das wäre dann einfach zu viel, das brauchen wir nicht. Das heißt, hier ist unser Punkt 0. Von diesem Punkt aus zählen wir dann die einzelnen Klicks, damit ihr den richtigen Malgrad habt für die Brühmethode, die wir euch vorstellen. Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt für ein Filterrezept 25, 26 Klicks, was ihr machen könnt. Ihr könnt sie einfach zählen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Oder ihr könnt das Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Ihr haltet den Stern fest. Nur aufpassen, dass ihr hier unten an den Rand nicht drankommt und dreht. 12, 24, 25, 26. So könnt ihr dann auch ganz einfach zwischen verschiedenen Brühmethoden hin und her springen und habt wieder das gleiche Resultat. Die Standardachse, die hier mit drinnen ist, da haben wir circa eine Range von 50 Klicks, die für uns nutzbar sind. Wenn ihr mehr braucht, das heißt, wenn wir gerade im Espresso-Bereich drin sind, dann ist es nicht schlecht, wenn ihr zum Beispiel ein Red Klicks habt. Das ist ein Set, mit dem ihr eure Klickzahl nochmal verdoppeln könnt. Da drin ist ein ultrafeines Feingewinde. Mit dem Red Klicks könnt ihr anstatt diesen jeweiligen 30 µ pro Klick 15 µ verändern. Das heißt, die Schritte sind noch kleiner, noch feiner. Ihr könnt noch mehr ins Detail gehen, einfach noch mehr rausholen. Let's go! Thank you.